sterben kamen. Seht es am Wetter, es kann nur noch ein Land sein. Germany. München. Bei Django's. What's poppin', all you beautiful people? And welcome back to the best YouTube channel in the world. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich. Hauke. Peter Fox. Haus am See? Echt? Hauke ist raus. Nur noch 10 Jahre Challenge. Warte, wie heißt der Scheiß? Ich, Peter Fox. Irgendwas mit Berlin. Willkommen in Berlin. Letzte Antwort. Berlin. Falsch, Zidane. Oh, ich kann noch überlegen. Ich will Abschläge feiern, doch mein Teich ist zu klein. Neue Zähne, ich bin euphorisiert und habe Zeug. Peter Fox, alles glänzt. Oh, ganz knapp. Peter Fox, alles neu. Es steht, glaube ich, 3-3-2, ne? Ich? Auf jeden Fall Echo Fresh. Scheiße, wie heißt das nochmal? Damals. Man nennt mich König von Deutschland. Und ich habe jemanden mitgebracht. Ich, Echo Fresh, willkommen in Deutschland. Nein, auch nicht. Als Dank dafür belügst und betrügst du ihn später. Junge mit gelbem Kopf wird unter Weltgangsterboss heute und endlich frei wie die Enterprise. Kollege Vollmond. Ich weiß nicht, ob ich das also gehen lassen soll. Warum? Da waren drei verschiedene Rapper. Wir haben gesagt, einer reicht. Also war es richtig? Einer reicht, dann hast du richtig, ja. Ah, okay. Kollege featuring Asche und... Einer. Ja, ist mir klar. Darf ich einen Tipp geben? Ich hab eh schon den Punkt. MP5. Zed. Yes. Zed ist ein Kranker. Paris Bang, der alte Schnulzen-Rapper. Mann, ich hab ihn vertan, meine ich so. Und jetzt haben wir den Vater. Schade, Shane. Schade. Habt ihr vertraut? Du hast es kaum geschätzt. Da putz auf und dann gib ihm. Du schickst nur, was man vor sich hat. Und nicht, wenn man es erstmal verloren hat. Dreh dich, Jalla, dreh dich, sag kein Wort, mein Schatz. Geh dein Weg, ich hab kein Bock mehr, Mann. Orientigsten. Voll okay. Was ist im Club? Komm rein und jedes Opfer hier kommt. Stehen heute mit meinen Pfotzen im Wenn wir von Grund aus schon Kämpfer sind, für dich würde ich sterben, Carmen. Glaub mir, eines Tages hol ich dich daraus. Erzähl den Leuten, wie spontan wir sind. Wir sind sehr spontan, warum? Weil wir haben jetzt beschlossen, ins Outlet zu gehen. Nein. Doch. Tatsache. Wo denn? In Stuttgart? Nee. Oh? Und zwar sind wir noch in einem anderen Land. Was? Ja. Ach, okay. Wo sind wir? Am Brenner. Dann wollen wir mal. Wen haben wir denn da? Ist da was gefunden? Geht so. Wir auch nicht. Also bisher leider nur Schrott. Oh, das könnte interessant werden. Wenn ich du wäre, würde ich den Herrn jetzt an der rechten Schulter immer anstupsen. Okay, wenn ich du wäre, würde ich zweimal über diese Bank jetzt springen. Wie damals im Turnunterricht mit den Bänken. Okay. Wo waren wir denn? Ich hab gedacht, er kommt nichts Cooles mehr. Hier ist was hin, hat er doch gesagt. Da ist er doch. Okay. Wo man vom Teufel spricht. Ich hab die Jacke gefunden. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die cool finde oder nicht. Leute, schreibt in die Kommentare, ob ihr die Jacke cool findet. Boah, ist mal was anderes eigentlich, ne? Voll schwer. Ich glaube, dass das so ein Ding Preis-Leistung wird entscheiden. Von mir ist es leider ein No. Ja, ich hab's auch gerade zurückgelegt tatsächlich. Hey. Nichts gefunden? Nee. Was hast du gekauft? Schuhe. Wo ist dein Kauf? Fußball, was willst du mit dem Ball? Fußball spielen. In der Fußballtasche. Du gehst ab. Lass die Polizei sieht. So, kleine Planänderung. Wo sind wir jetzt? Ihr seht es am Wetter. Es kann nur noch ein Land sein. Germany. Back in Germany. Aber wir wollten eigentlich nach Stuttgart. Aber ja, Kahn liebt Planänderungen. Du kleiner. Wo sind wir? München. So, meine Lieben. Hoppala. Hoppala. Also wir sind jetzt in München und eigentlich haben wir eine richtig coole Foodtour für euch in Stuttgart geplant mit vier verschiedenen Restaurants. Aber wir sind jetzt in München, wir haben Hunger, wir haben alle übertrieben Hunger. Und was isst man, wenn man preiswert und einfach lecker essen möchte und danach satt sein will? Sushi! Nein, seht selbst! Erstmal in München. So
So, meine Lieben, wir sind jetzt bei in München. Bei Django's, südländische Spezialitäten. Uns wurde gesagt, dass es hier den besten Döner Münchens geben soll. Und das wollen wir jetzt mal austesten. Kommentiert gerne, was euer Lieblingsdöner in München ist, falls hier irgendwelche Leute aus München zugucken. Einmal ganz kurz checken, wie immer. Was haben wir hier? Pommes und Döner. Boah, guckt euch das mal an. Der sieht doch schon wirklich schmackhaft aus. Ganz klassisch. Ich bin gespannt. Einmal jetzt schon mal bitte Bewertung, was du glaubst, was es sein wird. 1 bis 10. Ich glaube, es wird eine 7 von 10. 7 von 10, ja, okay. Hauke? Das ist ein Lachmajun, ich denke. Mit oder ohne Fleisch? Ganz wichtig. Mit Fleisch. Mit Fleisch. Mindestens eine 8. Ich habe einen Dürüm und ich glaube, es wird eine 9. Ich habe den größten Döner-Teller, den ich, glaube ich, je in meinem Leben gesehen habe. Und ich glaube, es wird eine 8,5. Also, München, enttäusch uns nicht. Erster Bissen. Bismillah. Bismillah. Was hat er gesagt? Hindi und Kusu? Fleisch? Ich glaube, ja. Zu trinken haben wir einmal rote Beerenschorle, Zitronenschorle und zweimal Schwezi. Erster Biss, okay. Ich finde die Soße gut, schmeckt sehr lecker und es schmeckt alles sehr frisch. Alles sehr frisch, das heißt, wir essen jetzt erstmal auf und dann kommt die Bewertung, richtig? So, meine Lieben, let's go. Wir sehen so kindisch aus, boah, mit Dings. So ach ja, wir sind im Partnerlook. Übrigens, wir sind heute im Partnerlook. Ne? Ja. Alle Früchte oder Getränke, die irgendwie rot sind, sind immer geil. Getränk schon mal 9 von 10. Ja, Zitrone ist auch lecker. Ja? So, meine Lieben, der liebe Hauke hat gerade noch was entdeckt. Was hast du uns mitgebracht? Viermal Oreo-Baklava. Ja. Oreo-Baklava. Habe ich noch nie gegessen. Ich bin auch kein Baklava-Fan, wie die meisten von euch wissen. Aber Oreo, lass es mir nicht zweimal sagen, ne? Also Leute, seid ihr soweit? Bismillah. Auf Hauke, ne? Hauke. Shit. Oha. Gut, geil. Das erinnert mich an irgendwas. Gerade so die Konsistenz. Mhm. Der ist wild. Ich weiß nicht, an was er mich erinnert, aber war gut. Ich schwöre, jetzt gerade 9,8 von 10. Das ist auch geil. Ich schwitze. 9 von 10 mindestens. Ja. Das zergeht unnormal geil im Mund. Leute, der Baklava holt nochmal die letzten Punkte raus fürs Endergebnis. Wir essen jetzt zu Ende und dann kommt das Endergebnis. So Leute, wir haben jetzt aufgegessen und ich muss sagen, mein Dürüm war eine 9 von 10. Ja? Ja. Ich muss sagen, mein Dönerteller war eine 8 von 10, also einen halben Punkt weniger, als ich gedacht hätte. Es war sehr lecker, es war alles sehr frisch. Ich glaube, was mich ein bisschen überzeugt hat, ist, dass alles so frisch geschmeckt hat und die Soßen waren richtig, ja, geil. Die Soßen, obwohl ich kein Soßen-Fan bin, waren krank. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass das Fleisch noch ein bisschen knuspriger sein könnte. Also noch ein bisschen länger angebraten. Deswegen von mir nur eine 8. Aber Getränk 9, Baklava 9,8. Chai war auch sehr geil. Also insgesamt gibt es von mir eine 8,7 von 10. Ich gebe eine gleiche 9, weil Baklava war auch behindert. Okay, meine Lieben. Was zu mitnehmen genau. Genau, Baklava zu mitnehmen. Wir würden sagen, das Video ist hiermit beendet. Ein sehr, sehr, sehr guter Dönerladen hier in München. Falls ihr noch bessere findet, sagt uns Bescheid. Falls ihr mehr Döner-Reviews haben wollt, gebt uns auch gerne Bescheid. Schreibt es in die Kommentare. And as always. Yalla. Bye. Das ist so cool.